Wir befinden uns hier in den Heubergen auf 2000 Metern über Meer inmitten einer einzigartigen Biosphäre, welche seit Jahrhunderten von Menschen nur sanft beeinflusst wird. Unser Hotelbetrieb, eingebettet in diese Moorlandschaft von nationaler Bedeutung, ist durch eine kleine Straße von rund 12 Kilometern entfernten Dorf Idris im Prättigau erschlossen. Im Winter bieten wir unseren Gästen mit unseren drei Bügelliften Skifahren auf 100% Naturschnee an und viele Möglichkeiten in den Bereichen Tourenskifahren, Schneeschuhlaufen, Winterwandern und Schlitten. Auch wir spüren die Effekte des Klimawandels und bewegen uns auf visionären Pfaden, um einen zukünftigen Alpentourismus losgelöst von der Nutzung fossiler Energieträger betreiben zu können. Mit unseren Heuberge Ecologic Foren haben wir durch die Entwicklung der weltweit ersten Solarsauna bewiesen, dass wir nachhaltige Lösungen für den Tourismusbereich entwickeln können. Zurzeit erarbeiten wir eine Machbarkeitsstudie in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Verkehr für die Umstellung unserer Busflotte auf Elektrobetrieb sowie die Möglichkeiten von lokaler Energieproduktion für den Eigenbedarf der gesamten Mobilität in unserem Betrieb. Lösungen wie diese werden von unserer Vision Techo Resort getrieben. Die Idee des Techo Resorts ist es schlussendlich umfassend, die Möglichkeiten etablierter Technologien sowie neue Ideen umzusetzen, wie zum Beispiel der Betrieb der Solarsauna. Das Techo Resort wird ein Reallabor auf 2000 Metern über Meer. Herausforderungen wie die Wasserbeschaffung und Wasserwiederaufbereitung in den Alpen wird in Zukunft immer wichtiger. Daher suchen wir in unserem zukünftigen Reallabor nach skalierbaren Lösungen für den gesamten Alpenraum, welche unter anderem in touristischen Projekten integriert werden können. Um unser Resort umzusetzen, suchen wir Partner, welche die gleichen Ziele verfolgen, nämlich einen Tourismus zu fördern, welcher die Beschaffenheit der Natur respektiert, die Gäste für die Wichtigkeit der Biodiversität sensibilisiert und ein einzigartiges Erlebnis suchen, bei welchem die Architektur die Landschaft in Szene setzt und die Hektik des Alltags vergessen geht.